Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Hodenkrebscreme von mir, Hodenkrebscreme. Und ja, heute werden wir mal an der To-Do-Liste ein bisschen weiterarbeiten. Haha. Tja, wen trifft es heute? Wen trifft es heute? Wen trifft es heute? Da 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 da. Der. Tschüss, du bist abgehakt. Ob du das wirklich bist? Noch nicht. Aber gleich. Und das Schild kann ich auf jeden Fall schon mal entfernen, denn online bist du zurzeit nicht. Also habe ich Freizugang und kann machen, was ich will. Denn, wie es der Zufall will, reimen sich zurzeit alle meine Sachen, die ich sage. Aber darauf will ich eigentlich nicht hinaus, sondern wie es der Zufall will, habe ich nämlich ganz zufälligerweise Rechte auf deinem Grundstück. Und ja, du bist jetzt schon länger fällig und... Ich dachte mir, irgendwann muss ich auch hier mal wieder einen Prank bringen. Einen Prank bringen. Und ja, heute, wie gesagt, erwischt es dich. Oh, tust du mir aber leid. Irgendwie ja nicht. Und ja, heute habe ich mir mehr oder weniger was Besonderes ausgedacht. Es ist relativ simpel. Die Grundidee stammt, glaube ich, soweit ich auch weiß, nicht von mir. Das Video gesehen selber habe ich nicht, aber ich habe es mal mehr oder weniger im Kommentar oder sowas gelesen, dass es auf Minecraft, auf dem Server das schon mal gab. Und zwar habe ich mir ein paar Stacks von Narzis gemacht. Kommt der raus hier? Genau. Ich hoffe jetzt mal, die reichen. Normal sollten sie aber. Und ja. Wir werden sein Grundstück ein bisschen mit Öfen zu kleistern. Und auch wenn er so super tolle Sachen hat hier, die müssen einfach abgedichtet werden. Das kann so nicht weitergehen. Und hier so Löcher, also das kann ich nicht verantworten. Wenn da Kinder spielen und dann Kinder reinfallen, ja, wer zahlt dann? Die Versicherung sicher nicht. Denn du hast hier kein Achtung Bauenschild aufgestellt und von dem her habe ich mir überlegt, will ich dir ein bisschen unter die Arme greifen, damit du keine Pranked by Fur, du machst Quartz. Buck war auch böse. Ist ja bloß Schnee. Ist ja auch nur Schnee. Fortune 3. Oh, cool. Buckmarke. Miau. Ja, wir sind hier und ich denke einfach mal, dass wir, ja, so viel haben wir jetzt auch nicht. Oh, ein Buch. Bei TR7. Was hat er denn da sich selbst geschrieben? Wenn ich nicht mehr on komme, bitte alles an für weitergeben. Sich mein Aufteilen. Zudem möchte ich mich bedanken an Sapobok für Even Pen Zockdown Team. Was mit mir? Vogel. Puh. Das soll dir eine Lehre sein. Bauen wir dich gleich mal hier mit ein paar Öfen ein. Weg. Oh ja, das dachte ich mir schon. Das wird ein Spaß. Immer mit Shift zu spielen. Ja, er hat zwar auch einen Keller, aber wie ich so hier sehe, kann man hier von seinem Haus gar nicht in den Keller rein. Aber hier hinten gibt es mehr oder weniger einen kleinen Geheimgang. Zack. Da habe ich mich schon mal mehr oder weniger reingeschlichen. Also eher weniger als wie mehr. Versteht sich. Ah, ups. Und ja. Muss man bloß noch hier in diesen Bereich kommen. Ja, cool, er hat eine Abandoned Mineshaft angrenzend. Aber wir wollen ja nicht in das Abandoned Mineshaft rein, sondern hier rüber. Aber wir können es ja ganz einfach so machen. Zack. Genau. Und hier sind wir in seinem Keller, der auch relativ automatisch aussieht. Oh, aber leider wird da sämtliches Zeug zugekleistert. So ein Pech aber auch. Was das hier ist, weiß ich gar nicht. Das kann ich noch gar nicht. Alter, was ist denn das hier? Schaut mir nach einem Spawner oder sowas aus. Oh, gesichert. Haha. Cool.
Sind hier etwa Q-Spawner? Nee, eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, was er hier gebaut hat. Oder bauen wollte, wie auch immer. Auf jeden Fall, ihr seht, sein Grundstück ist ein bisschen durcheinander verstrickt. Aber ich denke, wir bekommen da eine recht gute Ordnung rein, oder? Was meint ihr? Was einmal das hier ist. Schaut mir auch schon wieder so tricky aus. Also alles leer. Wird wahrscheinlich alles zum Bauen... ups, benutzt haben. Da geht's aber auch runter, hey, mein lieber Schorle. Man kann es auch übertreiben, würde ich mal sagen. Na gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an mit dem Platzieren von ein paar Öfen. Und ich denke einfach mal, wir fangen hier unten an und gehen dann mit ein paar Stacks noch nach oben durch. Wir können auch immer noch mehr Stacks machen, das ist ja kein Problem. Also, oh ja, genau. Das wird ein Spaß. Bis gleich. So, ja, schaut doch schon mal relativ gut aus. Zwei Stacks und so, was habe ich schon verbraten. Schön alles zugekleistert, was nur zum Zugleistern geht. Bin mal gespannt, ob er manche Räume überhaupt noch erkennt. Aber, ja, schaut doch schon recht gut aus. Als Info für euch habe ich, wenn ihr auch mal sowas macht, wollt, lasst es lieber sein. Es ist extrem nervig, weil man so oft den eigenen Ofen anklickt. Aber einmal angefangen, kann man natürlich nicht mehr aufhören. Mit diesem Prank. Ja, natürlich hirnrissig, alles wieder abzureißen. Aber naja. Es ist sehr nervig. So. Den müssen wir umdrehen. Wunderbar. Dann natürlich wieder von dieser Seite heraus. Ja, ja. Wie gesagt, man klickt sehr, sehr oft seinen eigenen Ofen an. Das kann einem wirklich unglaublich nerven. Ich glaube, am besten wäre es, wenn man es alles langsam anklickt. Dann würde es vielleicht sogar besser gehen. Lieber überlegt als wild durcheinander, aber es ist halt ein Prank. Das muss schnell vonstatten gehen und reibungslos normal funktionieren. Da hat man eben nicht so viel Zeit und da klickt man halt einfach nochmal. Hauptsache, es ist ein Block gesetzt, würde ich mal sagen, hier. Genau, sind wir eh schon beim letzten Gang. Und dann geht's up to the first surface. Genau. So, jetzt sind wir hier heroben und das ist eigentlich seine Refill-Station und wir haben noch relativ viel Öfen über, das ist sehr gut. Und hier quasi füllt er dann immer die einzelnen Sachen ein, die quasi dann unten zu sehen sind. Oh, und leider pranke ich ihm diesen Raum auch zu. Ja, ja, Leute. Wenn ich schon pranke, dann richtig. Das müsstet ihr mittlerweile eigentlich wissen. Wer sich mit Hoden anlegt, und das habt ihr, nur mal so nebenbei bemerkt, keiner hat mich bis jetzt so schlimm geprankt wie ihr. Und das war auch echt unfair, weil ihr habt nämlich ein ganzes Team gleich draus gemacht hier. Wie Team Canada oder Team Team America. Was übrigens ein saugeiler Film ist. Team America. Nur mal so gleich nebenbei ans Herz zu legen. Einfach nur epic, der Film. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen habt, wenn wir schon hier dabei sind bei Team America und Team Canada. Natürlich Minecraft. Die neue Staffel hat begonnen. Season 4. Einfach nur geil bis jetzt. es nehmen zwar natürlich immer mehrere auf und ja, abonniert habe ich mehr oder weniger DocM, Sisto und natürlich Iso. Bis jetzt anschauen tue ich es eigentlich, also alle Folgen bis jetzt anschauen tue ich nur von Iso. Also Iso ist eigentlich mein Lieblings-Heini. Also wenn der was hochlädt von Minecraft, dann wird es angeschaut, außer es ist ein PvP. Denn, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder wisst, PvP ist nicht so meins. Also gut, ab und zu schaue ich schon so an, so, aber UHC oder sowas hat mich überhaupt nicht interessiert.
Aber seine Singleplayer-Welt natürlich, Minecraft, Feed the Beast, alles. Keine Folge bis jetzt verpasst, seit keine Ahnung wie viele Folgen. Auf jeden Fall schon eine ganz schöne Zeit, seitdem ich das hier anschaue. Doc M war früher auch mal relativ gut dabei bei mir, da auch keine Folge von der World Tour verpasst. Mittlerweile bei der neuen World Tour ist es anders, da seltener bist gar nicht mehr, aber eher seltener. Ja, warum? Einfach nur, weil es mich halt nicht mehr so interessiert. Es ist nicht mehr so spannend wie früher. Siehst du, habe ich jetzt heute in der Früh erst das Finale von der Season 3 angeschaut. Saugeile Montage war das. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war schon Hammer. Und dann natürlich das Villager Ending oder Wasted Village Ending. War natürlich saugeil, wie er das in die Luft gejagt hat. Da habe ich früher auch eigentlich relativ jedes Video angeschaut, mittlerweile auch nicht mehr so krass. Na gut, da haben wir noch ein Stack. Ich dachte schon, ich muss mir noch mal ein paar machen. Wäre aber eh kein Problem. Was? Keine Rechte? Wieso habe ich hier keine Rechte? Ja, habe ich für ein paar Blöcke keine Rechte. Okay. Alles klar. Ergibt Sinn? Nein, wirklich nicht. Oh, und hier komme ich nicht mal rein. Aha, na gut. Dann eben nicht. So. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zu Minecraft erstmal nichts zu sagen. Denke ich mal. Außer natürlich, schaut euch. Also, ja, was ich noch sagen wollte, also von Minecraft. Schaue ich eigentlich, sie nehmen ja oftmals so zum Beispiel jetzt am Freitag kam das Community-Projekt, wo sie eben den Enderdrachen killen. Da schaue ich mir jetzt natürlich auch nicht von jedem an. Ich schaue es mir eigentlich in erster Linie immer von Isa an, weil das einfach, erstens, ich finde den am sympathischsten. Der Kerl macht mir am meisten Bock. Und von dem her schaue ich auch immer die Videos bei ihm an. Da ist wieder die Szene, wo ich nicht setzen kann. Okay. Ja, irgendwie lustig. Hat er für ein paar Blöcke eine Entity Deny gemacht, oder Ente? Irgendwas nur mit Entity Deny. Irgendwie so heißt das Teil ja. Ups, da schmeiße ich wieder die Hälfte weg. Das darf es nicht geben. So, da geht's zum Glück dann mal hoch. Sonst baue ich mich hier wieder ein. Ich habe mich von unten nach oben, habe ich mich einfach nach oben gebaut. Mit Torch, also was heißt Torch-Pillar? Mit Phonaze-Pillar. Dann machen wir hier mal wieder eine komplette Dichtungsschleuse rein. Ich glaube, das hat sich gerade ausgeschaut wie Schnee. Ja, tatsächlich. Wollt das schummeln? Was ist denn das hier? Schaut mir nach seinem alten Zeug hier aus. Ja, cool. Ah, ja? Oh, nicht schlecht. Wow, Diamanten. Uiuiui. Was darfst du nicht rumliegen lassen, wenn ich Rechte auf dem GS hab? Nee, schon. Verdammt! Versetzt. Na gut, dann baue ich nochmal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bis zum Rand oben hin ist jetzt alles gefüllt mit Öfen. Und ja, jetzt müssen wir uns mehr oder weniger noch mit den restlichen 58 oben uns an seinem Haus vergnügen. Das hier ist der Pillar, wo ich mich nach oben gebaut habe. Hier könnte ich mir theoretisch auch noch welche holen, weil das ein bisschen schwachsinnig ist. Ah, ja. Only für Nazis erlaubt. Hier habe ich mich auch schon mal hochgegraben. Machen wir das nochmal.
komme ich da nicht raus. Haben wir einen Stonebrick ein paar dazwischen. Dann passt das schon. So. Genau, die restlichen von Nazis, die kommen. Jo, randomly platziert in sein Haus. Vielleicht schaffen wir es noch ein paar in den Garten. Ansonsten mache ich nochmal einen Stack voll oder so. Die sind ja gleich gemacht. Hauptsache sein Lager ist gescheit dicht. Und das ist es ja, wie ihr gesehen habt. Und wie ihr dann auch sehen wird. Vor allem mit Öfen kann man halt einfach gar nichts anfangen. Das ist halt voll praktisch. Da hat er eine schöne große fette Ofensammlung. Vorausgesetzt, er baut sie alle ab. Was ich ja irgendwie schon mal nicht glaube. Ah, hier habe ich wieder keine Rechte. Interessant. Dann wird das hier wahrscheinlich die ganze Zeit so gehen. Genau. Ups, hier sind wieder Löcher. Hier muss man wieder... Hier muss ich wieder hart ran. Hier ist wieder mein Job gefragt. Der Löcherstopfer von nebenan. Ja. Leg dich nicht mit Hoden an. Das ist das Sprichwort und das sollte er sich auch merken. Und ich hoffe, er tut sich's auch. Und ich glaube, ich baue jetzt doch nochmal den Turm da ab, weil der ist echt sinnlos. Und die Fanazis würden sich hier oben wesentlich besser machen. Weil erstens würde er sich dann hier einfach nur nach unten bauen. Und das wäre ja viel zu einfach für ihn auch. Fuck. Ah, so war das nicht geplant. Scheiße. Na gut, dann bauen wir uns halt hier daneben nach oben. Wäre natürlich ganz toll, wenn da nicht gleich Kies rauskommen würde. Oder ich dann direkt... Oh, was ist denn das hier? Den Raum kenne ich gar nicht. Schaut aber ein bisschen... Ah, gesichert, natürlich. Ein bisschen interessanter aus, wollte ich sagen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns hier alle Öfen holen. Den lassen wir. Einer ist ja wieder gut. So, dann gehen wir wieder nach oben. Was? Nicht teleportieren. Sehr gut. Denn wir müssen ja schließlich hier über Messers Haus nach oben. Das ist natürlich voll der Vorteil, wenn man ein Haus bzw. ein Home direkt neben dem Haus hat, wo man pranken will. Das braucht man gar nicht mal große Vorbereitungen treffen, weil wenn man was vergessen hat, dann geht man einfach schnell wieder heim. Und dann ist man auch schon wieder gleich da. So einfach geht das hier. Wir nehmen aber mal lieber die Straße, dann sieht er uns vielleicht nicht so gleich kommen. Aber on ist er immer noch nicht. Und so soll es ja schließlich auch sein. Übrigens, ihr gehört mal die Straße gemacht. Gescheit. So, dass man hier auch im Speedway nach oben laufen kann. Aber es ist ja... Ist ja hier nirgendwo gemacht, also von dem her. So, ein paar haben wir noch. Dann ist Schluss aus die Maus. Leider. Eine nur noch. Den setzen wir da in die Ecke. Wunderbar. Dann haben wir ihn soweit fertig. Die vergraben wir hier schnell. Gut. Und das Zeug. Ach. Das entsorgen wir einfach mal. In seinem total künstlich angelegten See hier. Schaut hier irgendwas nicht so künstlich aus. Aha. Hier geht es irgendwo hin. Wo auch immer. Na gut. Dann.
Bin ich mal gespannt auf seine Reaktion hier. Außen sieht ja alles relativ harmlos aus. Aber normal müssten wir ihm jetzt auch alles mit Sachen füllen. Aber das wäre natürlich dann schon ein bisschen krass. Das soll er schließlich selber machen. Wir haben ihm die ganzen Öfen geliefert. Um genau zu sein. 3x4. Ich glaube 12 Stacks. 12 Stacks Öfen haben wir ihm geliefert. Er kann jetzt ein bisschen damit arbeiten. Ja. Ich hoffe, ihm gefällt dieses kleine Prank. Dieser kleine Prank hier. Dieser kleine Prank zurück. Wie gesagt, unten ist halt hauptsächlich alles voll, hier außen nicht so viel. Ich werde noch ein Schild holen und ihm dann. Da scheint auch wieder die Messer. Ihm dann eine kleine Nachricht hinterher da lassen. Die werde ich ihm vorne irgendwo hinschreiben. Vielleicht baue ich nochmal 2 Öfen ab und schreibe die dann auf 2 Öfen. Und ja, das zeige ich euch dann nochmal. Also, bis gleich. So, und zum Abschluss habe ich ihm hier direkt vor sein Haus 2 kleine Schilder hingehängt. Hey, der? Tja, jetzt ist es soweit. Du wurdest eingecremt. Das soll dir eine Lehre sein, Hoden. Ja, und mit diesem kleinen Text hier verabschiede ich mich auch recht herzlich vom TRs Grundstück. Mal schauen, was er mir darauf so zur Antwort gibt. Und bin mal gespannt, was er da so sagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Das nächste Mal wird es wieder ein normales Video geben. Bis zum nächsten Mal. Euer Hodenkrebscreme meldet sich ab. Jetzt erstmal schnell zum Messer rüberschauen. Oh, da kommt auch schon. Ich muss dann mal los. Also, tschaußen.